Jante. Herzlich willkommen. Die Frau Ulrike Feitag, die auch hier vertreten ist, eine Künstlerin aus dem Bezirk, ist leider erkrankt. Und so geht es einigen anderen auch. Das heißt, auf deren Teilnahme verzichten wir. Müssen wir verzichten, worüber wir uns auch freuen. Wir haben noch einen Besuch hier aus der politischen Seite, der Herr Kinschik. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie auch bei uns sind. Und ich darf jetzt sehr herzlich unsere Bezirksvorsteher-Stellvertreterin auf zwei bitten, dass Sie an uns ein paar Worte richten. Danke. Ich muss offen gestanden sagen, es wird wahrscheinlich die schwierigste Eröffnung, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil, wie sage ich es jetzt am besten, ich habe 35 Sätze vorbereitet, aber ich greife dann immer spontan auf den Satz zurück, der mir gerade so einfällt. Ich bin eine jener, die vielleicht oder sicher sogar mit Vorurteilen an die Sache herangegangen sind. Das sage ich ganz offen. Ich glaube, dass der Künstler sich das verdient hat, dass man ehrlich ist und offen ist. Ich habe im Vorfeld nicht mehr gewusst, als dass der Künstler, dessen Werke wir heute sehen, ein Autor ist, ein Dichter, eine Kolumne über Jahre, über 23 Jahre in der Kolumnenzeitung verfasst hat, in den Wind gereimt. In den Wind gereimt ist ein schöner Titel. Es liegt schon etwas zurück, dass er damit begonnen hat. Es war am 1.4.1989, da war ich relativ jung. Das heißt, wenn ich seine Reime gelesen habe, bin ich von der objektiven Betrachtung ausgegangen und natürlich, da ich nicht dem rechten Lager angehöre, sondern dem linken Lager, hat es in mir eine sehr negative Grundeinstellung provoziert. Ich habe dann sehr lange nicht gelesen, weil ich es manchmal gar nicht ertragen habe. Allerdings muss ich heute zugeben, nachdem ich mich eingehend mit dem Lebenslauf des Autors beschäftigt habe, dass ich wahrscheinlich mich zu wenig beschäftigt habe und zu wenig die Hintergründe verstanden habe, aufgrund meiner Jugend, aufgrund meiner Uninformiertheit. Das habe ich jetzt geändert in den letzten beiden Tagen. Ich habe nichts und nichts gefunden, was wirklich ihm wahrscheinlich gerecht wird. Ich habe nachgelesen am 31.07.1948 in Floridsdorf. Das ist etwas, was uns verbindet. Ich bin zwar nicht in Floridsdorf geboren, ich bin aber sehr gerne hier. Sein Leben hat der Autor, der geboren wurde als Wolfgang Martinek, zurückgezogen in einem Gemeindebau in Floridsdorf verbracht. Ich habe in einem Gespräch im Vorfeld gehört, dass er sich eigentlich was anderes leisten hätte können, doch er war ein ganz begeisterter Floridsdorfer und infolgedessen ist da auch hier nicht weggezogen, die wird dann nie wieder wegziehen. Und er ist in der Nacht zum Freitag, den 13.04.2011, ich weiß jetzt nicht wo, auch in Floridsdorf gestorben. Sie werden das sagen. Nein. In Wöhring. In Wöhring im Spital. Ja. Das wird sich ändern, ab 2015 können wir Floridsdorfer, die hier geboren werden, in Zukunft auch hier sterben. Das ist ja genau wie sie gehen, so ist es. Er ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das klingt nicht, also wenn man meine Fakten betrachtet, ist das an und für sich kein sehr aufregendes Leben. Wenn man sich seinen beruflichen Werdegang ansieht, dann ist es schon etwas interessanter. Also begonnen hat er nach einem abgebrochenen Studium der Kunst und Geschichte als Finanzbeamte im Glücksspielwesen. Klingt fast ein bisschen dubios. 1975, Finanzbeamter, ja, hat aber dann gleich relativ rasch als Maler und Autor seine Zweige berufen gefunden. Wesentlich interessanter wird es, wenn man seinen politischen Hintergrund betrachtet. Er wird gerne ins rechte Eck gestellt, er wurde auch von mir ins rechte Eck gestellt, das gebe ich auch zu. Er kommt nach eigenen Angaben in jungen Jahren vom MKV Kreuzenstein, das würde ja noch passen,
war er dann aktiver Sozialist und Kommunist. Das ist etwas, was mich sehr überrascht hat. Er war bekennender Homosexueller, obwohl er jahrelang dann diffamiert wurde. Er hat in der Publikation Forum sehr kritische Texte zum Thema, also gegen Xenophobie, gegen die FPÖ, Kollege, also nicht gesprochen, und gegen die Kirche geschrieben und hat sich auch zum Teil lustig gemacht über den Hans Dichert, seinen späteren Mentor, und über Kurt Waldheim, aber das haben andere auch gemacht. Über diese kritischen Texte wurde Hans Dichert aufmerksam auf ihn und hat ihn zur Kronenzeitung geholt. Und wenn das stimmt, was im Nachruf in der Kronenzeitung formuliert wurde, dann hat Hans Dichert, und das hat mich auch etwas erstaunt, ihn nicht als Feind mit der Feder gesehen, sondern einfach nur als Künstler. Das sollten wir uns vielleicht für andere Gelegenheiten ebenfalls merken und auch zur Anwendung bringen. Wie schon gesagt, seine Kolumne haut sehr viele Lorbeeren, Leserlorbeeren geerntet, sehr viel Zustimmung geerntet. Das ist wahrscheinlich von jenen gekommen, die es auch nicht verstanden haben, so wie ich. Ich wäre eher die, die es abgelehnt hat. Wenn man mich fragt, ob mir das, was er geschrieben hat, gefallen hat, das wiederhole ich jetzt, nein, das hat mir nicht gefallen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht. Obwohl der Titel, wie schon gesagt, ein Titel ist, der wirklich sehr ansprechend ist. Ja? Er zeigt von Vergänglichkeit. Und er lässt den Rückschluss zu, dass er eigentlich niemand und nichts ernst genommen hat. Wir nehmen uns gerne ernst. Wir Politiker nehmen uns besonders gerne ernst. Obwohl, wenn ich die Zeit aufschlage, hoffe ich, dass man uns nicht bald zu ernst nimmt. Ich habe gelacht. Seine Formulierungen und seine Gedichte, die ich jetzt hier nicht zitieren möchte, nicht weil ich irgendwelche Vorbehalte hätte, sondern weil es sonst zu lange dauern würde und weil ich vielleicht der Sache auch nicht gerecht werde, hat zum Teil auch zu Verurteilungen durch den österreichischen Presserat geführt. Ich habe ein Interview mit ihm gefunden, geführt mit einem Journalisten der Zeit, einem deutschen Journalisten, der sehr objektiv versucht hat, so den Künstler Wolf Martin zu präsentieren und darzustellen. Ausgehend von der Tatsache oder von dem Umstand, dass seine Gedichte ihn an den rechten Rand gerückt haben, hat er selber es durchaus nicht so empfunden. Er hat sich selber nicht als Rechter empfunden, falls ihn jemand persönlich gekannt hat, sagt er mir jetzt, ob ich richtig liege oder nicht. Ich zitiere jetzt wörtlich: Wenn dieses verbrecherische Dreckpack wüsste, wer ich bin und ich denke, würden sie die Finger von meinen Sachen lassen. Er hat sich aber auch nicht als Linksliberale, als Links gesehen. Ich liebe es, wenn die Linken über eines meiner Gedichte tobt. Ich liebe es ja auch, meine Sprüche zu lesen, nur um sich darüber zu empören. Ja, stimmt. Ich habe es gelesen, damit ich auch nicht aufregen kann, dass ich mich aufgeregt habe. Ja. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich den falschen Ansatz gehabt, vielleicht haben viele den falschen Ansatz. Vielleicht sollte man es aus dieser und Frau Westerloch, habe ich mir gesucht, ob ein Bild der Fondati, was ich gesagt habe, und ich habe eines gefunden, das war die Rolle, du weißt wie, zerbombt. Ne? Das hat mir nicht gut gefallen, wenn es zerbombt war, sondern zu den Zauschauern passt. Ne? Da haben wir verschiedene Künstler eingeladen, von uns auch, die eins Peter und die anderen. Und das hat mir so gut gefallen, und das hat wirklich gesagt, auch, er hat auch erzählt davon. Ne? Mhm. Und dann war ich oft in den Café aus der Ufer, in der Hauptstraße, so, und das immer gesehen, so geraucht. Mhm. Sehr viel. Mhm. Meine Frau hat auch ein bisschen geraucht, aber das ist wahrscheinlich. Und mit dem offen unterhalten und so, für mich war er ein sehr netter Mensch und angenehm. Und ich wollte aber viel später, nach der Ausstellung, dass er hier eine Ausstellung bekommt. Für ihn ganz allein. Dass er nicht selber überhaupt schon war, bin ich in der Wohnung gekommen. Das wurde mir noch verboten. Oder von mir? Nein, der kaputt. Also, auf alle Fälle, ich habe eine gute Erinnerung an ihn und ich habe meine Erinnerung vorhin eine gute
begeistert, wenn ich so jetzt auch sehe. Das kann ich nämlich nicht. Das bin nur begeistert. Also deine Ausstellung, die du machen wolltest, kannst du heute hier? Ja, bis zu Dank, sehr, sehr. Es ist leider gesagt zu spät, ich weiß nicht, ob er Freude damit gehabt hätte, aber Sie werden uns das sagen können. Ganz sicher. Ganz sicher. Gut, vielleicht schaut er uns eh zu, wissen wir es. Damit komme ich zu dem, weshalb wir eigentlich heute hier sind. Wir sind hier eigentlich nicht wegen Wolf Martin, der auch ein Maler war. Das war etwas, was mir neu war. Muss ich offen zugeben. Seine Werke sind in Sammlungen verankert und ich hoffe, sie sind bleiben lange in Sammlungen gesammelt. Blöd. Bilder, die nicht einmal die ein anderes Bild auf ihn werfen, die freundlich sind, die farbenfroh sind, die Floridsdorf zeigen, die uns vielleicht eine andere Seite des Wolf Martins erkennen lassen. Eine Seite, die wir bis dato nicht gekannt haben. Ja, heute vergehen und ob wir jetzt in. Na, das ist zu spät. Ich bin schon fast fertig. Seine Worte vergehen somit wie der Wind, in den Wind gereimt, seine Bilder bleiben uns. Uns würde mich freuen, wenn wir es in so gegebenen Anlass, in einem anderen Namen, wieder bewohnen können. Ich habe schon einige Anfragen bezüglich anderer Projekte und vielleicht immer da was gemeinsam machen. Fast 1,5 Stunden gebraucht von seinem Bett bis zum Schreibtisch mit ganz langsamen Handen, weil er muss das schreiben, bevor er geht. Ja. Ich möchte jetzt noch eine Künstlerin, die einen Text verfasst hat zu den Bildern von Wolf Martin zu mir bitten, Frau Janne, bitte. Ich bin in Floridsdorf seit meiner Kindheit und wenn man dann die Bilder sieht, das zum Beispiel verbindet mich besonders, weil da kommt man von der Alfred-Nobel-Straße, wo ich wohne, heraus. Er hat da ein bisschen geschwindelt, weil in Wirklichkeit steht da schon ein neues Haus davor und es war ganz schrecklich, da gab es einen kleinen Kreislerei. Und die Dame war uralt und hat das Haus auch nicht verkaufen wollen. Aber man hat das Haus halt einfach stehen lassen, weil man gewusst hat, das ist 80, damals war es 80, aber das ist fast 100 geworden. Ja. Und ihr Garten war da und dann war die tiefe Grube für den Neubau. Also das, ich habe immer gesagt, leider Gottes habe ich das nicht fotografiert. Ich fotografiere viel im Bezirk und auch fürs Museum und so. Und ja. Das heißt, das Motive, die wir hier sehen, haben historischen Wert. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, die Stimmung ist gut wiedergegeben. Ich meine, allein, wenn man das Bild anschaut, zum Beispiel die Gewalt, da einfach mal so ein hässliches Haus zu sehen. Weil wenn es das anschaut, in Wirklichkeit sind viele Häuser drum. Mhm. Ne? Mhm. Und er hat das wirklich als Monument, so wie was wir müssen das schreiben. Oder ist der Hilfsgehäte sowohl als Stein gemacht? Er hat das gut geschafft und dann ist ausgeht für die Wuch, schaut dazu und so. Hat man schon sehr imponiert. Und zu den Texten zurückzukommen, wenn man schreiben kann, ich glaube, das ist auch geschrieben, dass einer begleitet. Und ich habe dann die Ehre, hier im Museum Leute befragen zu können. Und die Lebensgeschichte zu hören. Und das macht auch Spaß, weil da wird Geschichte wieder lebendig. Und ich glaube, man kann Daten sagen, als ich bombardiert wurde dort und dort, oder wir hatten Hunger. Aber wenn dann jemand so erzählt, was weiß ich, wie der Vater losmarschiert mit dem kleinen Kind, und dann kriegt er beim Bauern, weil er gut eingetauscht hat, so viel Wein, dass die Kleine dann am Weg sitzen muss, weil der Vater zu viel Wein getrunken hat. Das macht halt die damalige Zeit auch ein bisschen unbedingt. Ja. Nicht einen Satz von Ihnen auch immer. Schreiben zu können ist ein Geschenk. Wolf Martin hat geschrieben und hat gemalt, er war doppelt geschenkt. Ich hoffe, er hat es so gesehen. Und Musik. Und das auch noch, also dreifach geschenkt. Ich möchte damit die Ausstellung eröffnen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.